haben wir das Corpus CPR dabei und möchten uns mit der Anlage davon am Patienten beschäftigen. Gerade in stressigen Reanimationssituationen ist ja das doch ein Punkt, der auf jeden Fall sitzen sollte. Unserer Meinung nach ist der Four-Step-Approach dafür eine sehr gute Möglichkeit. Andi, wieso denn genau? Ja, der Four-Step-Approach greift genau das auf, was du gesagt hast. Wir haben große Teams, wir haben stressige Reanimationssituationen und wollen unbedingt vermeiden, dass es lange Hands-off-Zeiten gibt. Hey Verena, ich würde mich freuen, wenn du uns vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen könntest, wann wir das Corpus CPR überhaupt zum Einsatz bringen. Prinzipiell ist das natürlich immer irgendwie so eine Einzelfallentscheidung, ob das jetzt gerade in diese Situation reinpasst oder nicht. Orientieren kann ich mich immer an den Guidelines, was sagen die dazu, auch an lokalen Vorgaben und Gegebenheiten. Ansonsten ist es natürlich immer eine Überlegung wert, meiner Meinung nach, wenn man sagt, man hat eine sehr lange Reanimationsdauer oder möchte den Patienten eben unter laufender Reanimation transportieren. Wenn ich mich dann dazu entscheide, es anzulegen, sollte ich mir auch noch einmal kurz Gedanken drüber machen, was ist denn jetzt der passende Zeitpunkt dafür? Ja, danke für die Zusammenfassung, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, probieren wir es gleich aus. Verena, einfach weiterdrücken bitte. Wir befinden uns in der offensichtlichen Übungskünstlichkeit. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht ist unter diesen Umständen die Anlage des Corpus CPR initiiert. Siehst du es genauso, Verena? Ja. Wunderbar, bitte einfach weiterdrücken. Ich werde jetzt den Patienten oben komplett entkleiden und danach das Gerät im Four-Step-Approach anlegen. Verena, wenn du soweit bist, würde ich dich bitten, dass du die Thoraxkompression unterbrichst. Dann heben wir den Patienten an und schieben die Rückenplatte drunter. Jawohl. Okay, du bist soweit? Ja. Dann auf drei. Eins, zwei, drei. Und weiter drücken, genau. Jawohl. Und wieder ran. Ich bin wieder soweit. Wenn du stoppst, okay, bin ich in die Position. Drei, zwei, eins. In der nächsten Atmungspause fixieren. Jawohl. Jawohl. Vorspannen. Und jetzt überkreuz spannen. Jawohl. Bist du weit? Ja. Und die anderen auch. Das war jetzt der Four-Step-Approach in Echtzeit und jetzt schauen wir uns das Ganze im Detail an. Im Schritt 1 geht es ums Vorbereiten des Corpus CPR. Dazu wird die Bodenplatte entnommen und bereitgelegt. Als nächstes entnehmen wir den Arm und konnektieren Bodenplatte mit Arm durch sattes Einrasten des Bajonettverschlusses. Die passende Stempelgröße wählen und einsetzen und den Corpus CPR starten. Jetzt wird kontrolliert, ob die gewünschten Therapieeinstellungen ausgewählt sind und der Arm nach Bedarf zur Seite geschwenkt. Im Schritt 2 geht es um die Anlage des CPR an den Patienten. Hierzu wird zunächst der Kopf des Patienten angehoben und das Brett unter den Kopf des Patienten eingebracht. Anschließend wird die Thoraxkompression möglichst kurz unterbrochen, um den Oberkörper des Patienten anzuheben und zeitgleich das Brett unter den Oberkörper zu schieben. 5, 4, 3, 2, 1. Anschließend werden die Kompressionen fortgesetzt. Den Teilschritt 2, also das Unterbringen des Board unter dem Patienten, wollen wir jetzt auch nochmal am echten Menschen zeigen. Okay. Unterschieben 5, 4, 3, 2, 1. Um Schritt 3, also das Anlegen und Starten des Corpus CPR, möglichst effektiv zu gestalten, eignet sich ein ganz kurzes Briefing. Verena, ja, auf dein Kommando dann wieder kurz Unterbrechung der Thoraxkompressionen, dann schwenke ich den CPR ein. Was ich dich bitten würde, ist, dass du die untere Kante des Brustbeins mit deinem Finger markierst, damit ich die Position richtig bestimmen kann. Jawohl. Okay? Du bist soweit? Ich bin soweit. Okay. 3, 2, 1. Einschwenken des Arms.
Ich bürste sie den ganz runter und lasse sie nach oben kommen, bis grün erscheint. Arretieren und Therapie starten. Im vierten und letzten Schritt geht es darum, den Patienten für den Transport vorzubereiten. Hierfür kann das Corpus CPR mithilfe des mitgelieferten Fixierungsrings am Patienten fixiert werden. Zu einem geeigneten Zeitpunkt, wie beispielsweise in einer Beatmungspause, kann man dann den Ring zwischen Brustkorb und Stempel einbringen und anschließend mithilfe der Magnetverschlüsse und den Gurten den Patienten auf dem Brett fixieren. Hierzu ist es natürlich wichtig, dass die Verschlussleisten oben sind. Wir werden euch das gleich einmal zeigen. Andi, in dieser Beatmungspause bringen wir den Ring ein. Jawohl. Du fixierst ihn bitte schon mal, dass er jetzt nicht verrutscht. Ja. Dann nehmen wir die Magnetverschlüsse, nehmen die Arme bitte mit rein. Arme mit rein, jawohl. Genau, und wir fixieren die jetzt schon mal hier vor. Du kannst auch schon mal ein bisschen vorspannen. Ja. Moment. Okay. Jetzt. Und anschließend wird das Ganze wirklich fixiert. Das heißt, man zieht die Gurte jetzt an, allerdings nicht so stramm, dass der Thorax komprimiert wird. Empfehlenswert ist es, das diagonal zu machen, damit nichts verrutscht und den Ring gleichzeitig mit der Hand am Brustkorb zu fixieren. Andi, du bist soweit? Ja. Okay, dann auf mein Kommando. 3, 2, 1. Dann darf ich ganz kurz zusammenfassen. Wir sind dem Beweis angetreten, dass man mit dem Four-Step-Approach das Corpus CPR mit möglichst geringen Hands-off-Zeiten anbringen kann. Was mindestens genauso wichtig ist wie ein systematischer Aufbau der Anlage, ist ein Briefing in alle Maßnahmen. Insbesondere dann, wenn bereits ALS-Maßnahmen gelaufen sind und viele Katheter im Patienten platziert sind, bietet es sich an, dass man es quasi einmal kurz durchspricht und dann gemeinsam einen Plan entwickelt. Um die Four Steps sich nochmal ins Bewusstsein zu rufen oder nachschlagen zu können, hat der Verena was im Gepäck für uns. Und zwar gibt es bei uns im CPR-Gerät eine tolle Taschenkarte, wo nochmal alle 4 Schritte aufgeführt sind. Solltet ihr noch keine haben oder ein neues benötigen, findet ihr unten in der Beschreibung, wie ihr an eine kommt. Ansonsten hoffen wir, dass ihr was gelernt habt. Bis zum nächsten Video.